heiße Julian, ich studiere hier in München an der Makromedia Mediendesign und ich war an der Chulalongkorn University in Bangkok. Bangkok war für mich von Anfang an klar, dass das die erste Wahl ist. War für mich der Standpunkt, der am weitesten weg ist und darum auch für mich am interessantesten. Ich habe auch schon länger Kampfsport gemacht, auch Muay Thai, und dachte, das ist jetzt meine Chance, Uni und vielleicht Hobby noch ein bisschen zu kombinieren. Hat dann auch geklappt. Die Uni ist in Bangkok sehr hoch angesehen. Chulalongkorn University ist die Uni des Königs. Und sobald man die Uniform anhat, sind alle Taxifahrer und alle Leute so, ah, Chula, Chula. Ganz besonders ist auch, dass die Uni wirklich, wirklich groß ist. Also Chulalongkorn ist ein eigener Stadtteil. Hier in München bin ich es gewohnt, viel mit dem Longboard zu fahren. In Bangkok ist man eigentlich hauptsächlich auf Taxis angewiesen. Die Taxis sind relativ günstig, vor allem wenn man sich mit Kommilitonen den Preis teilt. Grundsätzlich hat die Uni sehr darauf geschaut, dass wir die thailändische Kultur zu verstehen lernen und hat auch sehr viele Ausflüge gemacht. Und darum waren wir auch zum Loikathong-Fest, das ist das Fest der Flussgöttin in Ayutthaya, das ist die alte Hauptstadt von Thailand. Und da konnte man quasi kleine Opferschiffchen dem Fluss übergeben, stellvertretend für seine Sünden, dann ist man wieder bereinigt. Während ich in Bangkok war, war ich parallel noch angestellt in Deutschland als Illustrator für ein Kinderbuch und habe immer noch nach Deutschland meine Aufträge geschickt. Und darum hat mir das Auslandssemester auch viel gebracht, was mobiles Arbeiten betrifft. Der beste Tipp, den man rausgeben kann, ist generell nachts rausgehen und so viele Bars wie möglich probieren. Ein Tipp ist das Jam. Das ist eine kleine versteckte Bar, ist so ein internationaler Treffpunkt für Graffiti-Künstler, für Tätowierer, generell für freie Künstler. Die andere Bar wäre das The Iron Fairies. Das ist eine Jazzbar, die fand ich persönlich sehr schön. Mit ständiger Live-Musik, Erdnüssen, so richtig vom alten Stil, auch mit sehr gutem Essen. Wo wir gerade beim Essen sind, ich kann nur empfehlen, lasst euch nicht von den Garküchen abschrecken. Ich weiß, die sehen oft ziemlich ranzig aus, aber oft haben die dann das beste Essen. Mir ist es wichtig, dass man versteht, dass man jetzt in der Stadt lebt und auch sich integrieren muss und man ist nicht als Urlauber da. Und darum, finde ich, sollte man sich auch entsprechend verhalten. Die Thais sind alle höflich und man sollte ihnen die gleiche Höflichkeit entgegenbringen. 18 Partnerhochschulen, 6 Monate, 5 Kontinente. Ein Fachsemester auf Englisch, unterrichtet durch ausländische Experten, geprägt durch interkulturelle Erfahrungen und Branchenpraxis. Das ist das Auslandssemester an der Hochschule Makromedia. Hört in dieser Reihe, wo Studierende vom Campus München ihr Auslandssemester verbracht und wie sie es erlebt haben.